Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle, moin moin Leute, willkommen zu einem weiteren Podcast hier auf meinem Kanal. Endlich mal wieder, hat ein bisschen gedauert. Und ja, heute habe ich einen ganz besonderen Gast am Start, und zwar den Trank, mit dem ich auch schon eine Folge aufgenommen habe für seinen Podcast vor ein paar Monaten mittlerweile, glaube ich schon. Und der ist auch richtig fett immer noch im TBC Classic Hype drin, hat eine eigene Gilde, Live to Win. Ah, der beste Name ever, ganz ehrlich. Genau, und wir haben eigentlich schon immer mal wieder so ein bisschen drüber gesprochen, ob man vielleicht mal wieder gemeinsam eine Folge aufnehmen könnte irgendwie. Weil wir einfach auch gerade was momentan so die Gildensituation angeht, glaube ich, viele Geschichten erzählen können, was bei ihm abgeht, was bei mir abgeht. Und genau, ich würde sagen, er stellt sich einfach mal so ein bisschen vor. Er macht selber auch Twitch, YouTube, einen Podcast und so weiter. Und kann er euch ja einfach mal selber ein bisschen erzählen. Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Das ist richtig nice und freut mich, dass es geklappt hat heute. Ja. Ja, Twitch, YouTube und so mache ich jetzt seit knapp einem Jahr, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe im Oktober angefangen, als das so richtig losging mit bei der Arbeit, Kurzarbeit und so weiter. Da habe ich gesagt, ey, komm, machst du doch mal Twitch, wolltest du schon immer mal machen. Da habe ich ungefähr angefangen. Ja, und jetzt ist dann irgendwie YouTube dazu gekommen. Wir haben jetzt 9 Folgen Podcast auch aufgenommen, unter anderem auch schon mal mit Defy da, genau. Ja. Ja, und TBC ist so mein Lieblings-Addon, würde ich sagen. Ja, meins auch. Und ja, perfekt. Ja, keine Ahnung, also Tanken ist so mein Ding und da fand ich TBC einfach, also ich sage immer, alles, was nach TBC kommt, ab da ist Tanken wie Damage machen. Von daher, also ich finde, TBC ist schon, das ist das Goldstück vom Tanken. Ja, und du bist quasi auch Main Tank bei dir in der Gilde, ne? Oder einer der wichtigsten Tanks, so kann man sagen, oder? Ja, wir machen das so ein bisschen gesplittet auch, je nachdem, welcher Boss halt irgendwie, wo auch Druiden gut sind. Und deshalb, also momentan so Ah, richtig okay. Main tanken tue ich eigentlich nur Gruul, ansonsten macht das der Druide. Aber ja, auf jeden Fall, Okay. ja. Alright. Jo, das heißt, wann bist du mal live auf Twitch? Hast du da so feste Zeiten oder ist es immer random? Meistens mittwochs und freitags zur Main Raid, wobei wir das momentan alles am Mittwoch machen. Und dann halt immer davor, danach so ein bisschen noch. Hauptsächlich ab so 19, 20 Uhr. Und Sonntag, Montag geht auch mal Kara, Twinks, so weiter. Also Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag habe ich mir so vorgenommen. Ob das immer klappt, ist dann halt die andere Frage, ne? Aber ja. Ja, also auch immer so zum Raid dann halt, ne? Das machen ja auch viele. Hauptsächlich genau. Oder halt Ja. mal irgendwie mit den Twinks in HCs unterwegs sein oder sowas, ne? Bisschen Ja, quatschen okay. nebenbei so, Ja, das, nice, ja. okay. Und auf welchem Server bist du? Ja, wir spielen auf Transcendence. Transcendence, ah, okay. Ist Hört man jetzt auch. nicht so häufig, ne, aber. Ja, weil das ist aber PvP-Server, ne? Ja, genau. Ja, Ja. bei dem denke ich immer, es ist PvE-Server, aber es ist doch ein PvP-Server tatsächlich. Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns am Anfang einfach gedacht, PvP-Server muss sein, so. Ist Ob echt das so, die ja. beste Idee war mit. Also eigentlich bin ich purer PvE-Spieler und ich Ja. kann überhaupt nicht Arena spielen und so weiter. Also da bin ich einfach der letzte, der schlechteste Spieler, glaube ich, den es so gibt. Ja, Gerade auch okay. so, weil man halt viel Tank spielt, so, dann kommt man mit der Arena jetzt nicht so in Berührung, sag ich mal. Ja, aber weiß nicht, PvP-Server musst du irgendwie sein, weil dieses Ding beim Questen um Mobs kämpfen oder so, Ja. das muss einfach da sein, finde ich, in WoW. Ist ja irgendwie schon, Das ne? ist Irgendwie einfach. gehört es zum Feeling dazu, ne? Sehe ich auch ähnlich. Aber würdest du nicht sagen, dass ihr das quasi bereut habt auf einem PvP? Wahrscheinlich ist es so, die Debatte kommt immer mal wieder auf in der Gilde, oder? Könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, also jetzt in der ganzen Gilde weiß ich gar nicht, aber so mit den Leuten, mit denen man so täglich zu tun hat, spricht man schon ab und zu mal drüber. Gerade halt jetzt in Burning Crusade nicht mehr so viel, weil World Buffs sind kein Thema mehr, ne? Ah ja, So. stimmt. Das war dann. Aber in Classic ist schon mal, warum haben wir nicht einfach einen PvE-Server genommen? Ja, gut, zu der Zeit, wo wir angefangen Ja. haben, da haben wir gesagt, ja, lass mal ganz entspannt hier Classic zocken und so. Da war noch keiner in World Ja. Buff-Meta unterwegs, sag ich mal. Ja. Ja. Und hattet ihr zu Classic ein sehr einseitiges Verhältnis? Hattet ihr auch schon sehr viel Horde oder ging das noch bei euch? Das ist an Transcendence ziemlich geil, muss ich sagen. Es ist sehr, sehr ausgeglichen. Ich weiß nicht, ob Ah, es jetzt noch okay. so ist. Vom Gefühl her ist es aber immer noch ausgeglichen. Es sind Ja. irgendwie so immer 55, 45%. Er weiß auch, ob die Zahlen alle so ganz genau stimmen von den Seiten, Ja. wo man die danach gucken kann, ne? Ja. Aber so vom Feeling her ist es super ausgeglichen. Es sind überall Allies, jetzt aus unserer Sicht und ich denke mal aus deren Sicht, sind auch viele Ja. Hordler da. Was man sagen muss, in letzter Zeit hat die Horde eher so ein
klein bisschen die Überhand an, sag ich mal, Portsteinen oder so. Wenn es da mal Stress gibt, dann dauert das halt keine 10 Minuten und dann sind da eigentlich sehr viele Hortler an den Portsteinen oder so. Ja. Vor Kara, sowas, ne? Ja. Da campen dann ab und zu mal eine Alli-Gruppe, aber das ist dann halt relativ schnell mal vorbei, so. Ja, ist ja aber dann, wie gesagt, aufgrund dadurch, dass es ja quasi keine World Buff Meter mehr gibt, ja, genau. Alles nicht mehr halb so, also nicht mehr so schlimm eigentlich, ne? Weil egal, ob man jetzt stirbt oder nicht vom Raid, ist ja eigentlich egal. Das gehört ja auch dazu, ne? Also deshalb spielt man unter anderem auf dem PvP-Server. Wenn man jetzt von 40 Allis die ganze Zeit vom Raid gegankt wird, ist das was anderes, aber, ne? Ja. Ja, stimmt, so diese kleinen Scharmützel, die sind auf jeden Fall immer mal ganz gut. Ja, sind wir schon querbeet eingestiegen in die ganzen Thematiken hier, aber das soll ja auch einfach eine lockere Talkrunde immer sein, auch meine Folgen. Das ist ja auch wichtig irgendwie. Ja. Finde ich viel besser, als wenn man jetzt irgendwie so strikt immer so einen Plan folgt, aber. Auf jeden Fall, ja. Genauso ganz grob vielleicht mal auch mal zur Erklärung für euch. Also, wir wollen heute so ein bisschen primär über Gilden in, vor allem Burning Crusade Classic reden. Ich denke mal, wir werden immer mal wieder auch so ein bisschen auf Classic zurückkommen, weil natürlich da auch einige Sachen sich schon entwickelt haben. Aber generell soll es quasi darum gehen, dass wir so ein bisschen drüber reden wollen, wie wir momentan die Lage sehen in WoW, was Gilden angeht. Ich denke, Twank kann da auch viel zu erzählen, wie gesagt, mit seiner eigenen Gilde und auch, wir wollen es auf diese ganzen großen Themen, die gerade anstehen, Anschuldigungen gegenüber Blizzard und andere MMOs, irgendwie sind so ein bisschen im Kommen gerade, Final Fantasy, New World und so weiter. Da wollen wir gar nicht so doll drauf eingehen, sondern wir wollen es eigentlich schon primär auf das Feeling innerhalb von WoW konzentrieren, würde ich sagen, oder? Ja, du hast ja zu dem anderen Thema auch schon ein Video gemacht, so, ne? Kann man ja dann mal reinschauen, wenn man das interessiert. Genau, ich habe das ein bisschen schon mal angeschnitten. Aber darum sollte es erstmal primär quasi nicht gehen, genau. Vielleicht kann ich ja gerade mal ganz kurz anfangen, was ich so in den letzten Wochen erlebt habe. Ich habe es ja im Stream auch schon ein bisschen erzählt. Auf Patchwork, wir sind ja Ali-Seite auf Patchwork, deutscher PvP-Server. Und wir waren tatsächlich jetzt eine von den Gilden, die wirklich leider zugrunde gegangen sind, sage ich mal. Weil wir einfach den Fehler gemacht haben, und zwar am Start von Burning Crusade zu wenig Leute rekrutiert haben. Wir haben einfach, wir haben dann einige Leute gehabt, denen, ich sag mal, es nicht zu schnell ging, es nicht schnell genug ging. Und wir haben auch in der Gildenleitung, da bin ich auch ehrlich, nicht immer die beste Ordnung und Struktur gehabt. Aber wir haben es versucht auf jeden Fall und, wir haben aber auf Arbeit, ich habe dann halt wirklich dann ein paar Leute abgehauen, ne, also 6-7 Leute, sehr wichtige Leute. Dann habe ich wirklich 3 Wochen lang am Stück versucht, neue Leute zu rekrutieren, ne? Und ich habe einfach keine gefunden. Dann habe ich mich irgendwie so gewundert und dann sag mal, was ist denn los irgendwie so, ne? Haben die alle eine Gilde irgendwie? Sind die alle so happy in ihrer Gilde irgendwie? Oder keine Ahnung, oder wollen die alle nicht in unsere Gilde irgendwie? Und dann habe ich irgendwann so mitbekommen, auch von anderen Leuten, dass einfach die Ali-Seite auf Patchwork immer kleiner wird. Weil Gilden irgendwie. Echt? Ja, weil Gilden weggehen zum Teil, weil Leute quitten irgendwie. Und auch, weil ja dann diese Änderung kam, dass die BG-Queue-Time der Horde quasi kürzer wurde, ne, und wird in Zukunft. Und deswegen anscheinend wirklich viele Leute sagen, ey, dann gehe ich lieber Horde. Echt? Warum das? Also, ist sie dadurch auf der Allianz länger oder hat das irgendwas mit den Q-Times zu tun? Oder sagen sie dann lieber, ja okay, ich fand die Horde eh schon geil, ich habe nur Ali gespielt wegen BGQ? Oder? Ich denke, es hat viele Gründe, genau das ist sicherlich auch ein Grund, aber der Hauptgrund wird wahrscheinlich sein, diese kompetitiven PvP-Player, die wirklich viele Arena machen wollen, die sagen sich dann, na gut, okay, so dieser Vorteil, den man auf Ali-Seite hatte, dass man schnell ins BG reinkommt, der ist jetzt auch nicht mehr da, jetzt kann ich auch Horde gehen. Mhm. Das ist so die Überlegung. Ja. Als Hortler muss ich wirklich sagen, also das waren horrende Q-Times ja wirklich. Und das hat halt nichts mehr damit zu tun gehabt, mal einen BG zu spielen, ne? So, wenn du eine Stunde oder länger, also ich weiß noch, ich habe ein bisschen in Classic gespielt, da waren es so beim Alterac-Teil manchmal 1 bis 2 Stunden Wartezeit, ne? Ja. Und ich weiß, in TBC habe ich jetzt noch nicht gespielt gehabt, bevor der da mit den Änderungen kam, aber wenn das nur annähernd in die Richtung geht, dann war das halt nicht spielbar, so, ne? Ja. Und also, dass da irgendeine Änderung kommt, finde ich gut, aber wenn es dadurch zu irgendwie Serversterben führt, weil Leute dann irgendwie sagen, ja gut, dann spiele ich jetzt auch nur eine Horde,
Das wollte man ja eigentlich gerade vermeiden mit so Änderungen wie beim Parler und so, zum Beispiel mit den Siegeln und so, ne? Da hat man eigentlich ein bisschen dagegen gearbeitet. Das wäre extrem schade, ja. Genau, aber ich bin da vollkommen bei dir. Ich finde es auch eine gute Änderung, ganz ehrlich. Ich finde es gut. Aber es führt eventuell natürlich wieder zu anderen Problemen, ne? Und das ist halt leider immer das Problem in der Geschichte. Aber ich kann das schon verstehen, dass man nicht stundenlang auf einen BG-Invite warten möchte irgendwie. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, okay, es war nicht nur, dass wir schuld waren mit der Gilde, sondern auch so die äußeren Umstände haben einfach auch ein Stück weit dazu geführt, irgendwie, dass wir wirklich Probleme hatten. Und fand ich schon krank irgendwie, weil wenn ich mir überlege, also wie schnell das irgendwie ging bei Burning Crusade, ich weiß nicht, kannst dir auch gleich nochmal erzählen, wie es so bei euch war, aber es war am Anfang ja so ein Reingepumpe, ne? Und überall waren Leute auf dem Server unterwegs irgendwie. Ja. Und innerhalb von 2-3 Wochen irgendwie sind alle full equipped irgendwie, haben 100 Hero-Marken auf der Bank gefühlt und Raid loggen oder quitten oder gehen woanders hin. Also finde ich immer, so ein bisschen schade manchmal. Natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt, ne? Es gibt natürlich auch noch viele Leute, ich ja auch, hab noch Bock. Ich weiß nicht, ob das überspitzt dargestellt ist wirklich. Also ich glaube, das ist schon zum großen Teil so. Das habe ich. Also. Was man ja mal sagen muss, ich weiß gar nicht, gab es die Gilde schon vor TBC oder wurde die quasi zu TBC neu gegründet? Genau, also das war eine Gilde, die gab es schon in Classic, aber mit dem Ziel in Burning Crusade erst durchzustarten. Also wir haben jetzt keine wirklich lange Raid-Vergangenheit in Classic gehabt. Mhm. Also ich sag immer so 1-2 Jahre, ich sag immer so, ich habe auch nicht die Mega-Erfahrung oder so, aber so habe ich mir das gedacht bei der Gilde, die wir damals gegründet haben. So 1-2 Jahre und es dauert halt, bis du so deine, man sagt immer, Kernspieler hast oder so, ne? Aber einfach die Spieler, die dasselbe Ziel haben wie du, die sagen so, damit bin ich einverstanden, da kann ich mitgehen, so, ne? Ja. Immer. Unendlich viele, die das gar nicht so gut finden und dann eben in andere Gilden joinen oder denen es nicht schnell genug geht. Und dann das, was du gerade noch gesagt hast, diese Leute mit, die halt einfach nur TBC spielen, weil es jetzt gerade rausgekommen ist und der Hype ist da. So, ja, ne? Ja. Das ist halt momentan extrem in der Gaming-Welt, finde ich. Es kommt ein neues Game raus und wenn es stark gehypt wird, dann spielt das jeder. Ne? Auch Leute, die es vielleicht vorher noch nie gespielt haben oder ja, und ich weiß nicht, das sind bestimmt, also das ist der größte Anteil, würde ich sagen, von Leuten, die wieder wegfallen. Gerade wenn sie sagen, oh, TBC kommt raus, ja, hier, ich habe mir schon mal eine Gilde gesucht, ne, in Classic. Mhm. Ich habe jetzt hier meinen Char nochmal im Pre-Patch geboostet und ready gemacht, irgendwie noch PvP-Gear geholt oder sowas. Und dann merken die nach 2-3 Wochen so, ja, das ist es gar nicht, ciao. Ja. Und die fallen halt weg. Und dann fallen halt die Leute weg, die sagen, ja, okay, eigentlich hatte ich mir ein TBC vorgestellt, ich wollte jetzt hier in Week 1 alles clear haben. Ne? Und die fallen dann auch noch irgendwie weg und dann steht man ganz schnell da mit irgendwie nur noch ein Drittel der Leute oder weniger. Und ich glaube, dass das so ein Phänomen ist, ja. Und dass man dann halt, wenn man sagt, okay, ey, ich will das aber, will diese Gilde weiter haben und ich möchte weitermachen, ja, dann muss man da halt durch. Aber dann wird es in diesem Add-on, oder zumindest in dieser Phase, sage ich jetzt mal, in Phase 1, wird man da nicht mehr viel vorzuzeigen haben, warum Leute zu einem kommen sollten. Und das ist so ein bisschen die Zwickmühle, ne? Ja, so ein bisschen die Zwickmühle, die man steckt. Ja, wir brauchen Leute und dann sagen die, ja, was habt ihr denn down? Ja, gar nichts. So. Alles klar. Ja. Aber die Leute, die sind auch immer auf dem Sprung. Die werden nie irgendwie heimisch, würde ich sagen, weil das muss sich halt entwickeln. So. Du kommst halt nicht in eine Gilde und oder seltenst ist es der Fall, dass du in eine Gilde kommst und da ist alles fertig gemacht, ne? Und du kannst mitmachen und hast auch noch was davon. Weil wenn das so ist, dann ist ja häufig der Fall, dass du reinkommst und dann merkst, oh, warte mal, ich bin das letzte Glied quasi, ich krieg hier den Loot als letztes oder so. Also wie gesagt, die Leute, die werden immer auf der Suche sein, denke ich. Ja, stimmt. Ja, ist interessant, was du sagst. Ne? Das ist halt wirklich einfach auch ein Prozess, der wirklich sehr lange dauert einfach, ne? Bis man so diese wirklich so diesen harten Kern wirklich hat irgendwann mal, ne? Ja. Und ich weiß gar nicht zum Beispiel, ob wir den jetzt haben. Ne? Mhm. Das kann ich nicht sagen. Wir haben ja da Ende Classic extreme Probleme mit Nax gehabt, so überhaupt noch Leute ranzukriegen. Ja. Wir haben dann teilweise halt Leute genommen, die Bock auf TBC hatten und eigentlich nur Char spielen wollten und wieder so, ja, aber komm doch noch mit Nax, so komm, du kriegst auch alles. Okay. So, ne? Von den ersten Bossen. Wir wollten halt einfach nur noch die letzten zwei Bosse killen sozusagen. Und bei manchen hat das geklappt, bei manchen nicht. Dann hat der nächste aufgehört und wieder einer. Sie hatten mehr Drop-Off, als dass wir neue Leute reinbekommen haben und die dann halt auch kein Gear hatten. Die sind halt teilweise mit grün-blauen Equip dann mit Nax gekommen
hatten nach zwei Wochen halt ihr Zeug zusammen, so ungefähr, ne? Ja. Weil die von den ersten Bossen halt alles haben konnten. Und ja, das ist halt genau dasselbe Problem, ne? Warum sollte man noch zu uns in die Gilde kommen, wenn wir gar nicht Naxxclear haben, kurz vor TBC sozusagen? Mhm. War selbes Problem. Und dann kam irgendwie TBC, 1000 Leute sind in die Gilde gejoint, sage ich jetzt einfach mal. Der hat noch einen Freund gehabt und der und hier. Die Leute aus der alten Gilde fangen wieder an, kommt doch mal zu uns. Ach ja, hier und da noch drei und hier noch zwei. Und irgendwann waren wir an einem Punkt sogar, wo wir gesagt haben, ey, wer ist das alles so? Ne? Wir hatten gar keinen Plan mehr, wer das ist. Aber das sind halt auch viele Leute, so Hype-Spieler gewesen, die nach, keine Ahnung, 2, 3 Wochen eher so gesagt haben, ja okay, spiel doch wieder Retail. Da gab es ja auch ein paar, die von Retail gekommen sind. So, dazu sagen muss, wir haben zu Shadowlands Release auch eine Retail-Gilde gegründet. Oh, okay. Also da gibt es auch ein paar Leute, die Retail zocken. Selbes Problem gehabt zu Shadowlands Release, ne? Viele Leute aus der Classic-Gilde waren dabei, 2 Wochen später haben sie wieder Classic gespielt, so. Ja. Aber ich sag immer, man verliert die Leute nicht. Sie sind entweder in Retail oder in Classic und wenn sie mal wieder Bock haben auf das andere, dann sind sie da. So, ansonsten sind sie weg halt vielleicht, ne? So, das sage ich immer so. Aber, und die haben jetzt auch, In der nächsten Phase, oder wie heißt das hier, im nächsten Patch, 9.1 ist es ja, glaube ich, da läuft es auch ein bisschen besser als davor. Also Zeit ist da einfach bei so einer Gilde. Die Zeit muss man sich nehmen als Gildenleiter oder als Gildenleitung und auch als Spieler, würde ich behaupten. Ne? Ja. Spielst du Retail eigentlich auch oder ist das jetzt quasi nur ein Teil von der Gilde, wo du jetzt nicht dabei bist, so? Nee, da bin ich, also ich habe die ersten 2 Wochen von Shadowlands natürlich mal reingesuchtet sozusagen, ne? Und aber dann ganz schnell wieder gemerkt, okay, das ist irgendwie nicht so mein Game. Ja. Und wieder Classic weitergeballert, so, da war ja auch gerade, da kam dann ja direkt Nax danach, ne? Ja, genau. Also ich habe quasi geguckt, dass alles Nax-Vorbereitung fertig ist, 2 Wochen lang Shadowlands gespielt und wieder, da war ich quasi einer dieser Hype-Spieler, ja? ja, gut. Muss man einfach auch mal sagen. Ja, neues Addon ist immer, muss man einmal reingucken, finde ich. Mhm. Ja, machen ja sehr viele auf jeden Fall noch, ne? Ja, ist interessant, wie du es so beschreibst, ne? Weil, ja, klar, man geht ja auch, wenn man dann so eine Gilde mit organisiert, immer davon aus, so wenn dir dann jemand sagt, ja, ich hab mega Bock, ich werde der Shadow der Gilde irgendwie und hab richtig Bock zu raiden. Und dann denkst du, dann glaubst du das ja auch in dem Moment. Und ich glaube auch. Die Leute glauben das selber auch in dem Moment. Ja, bestimmt. Und dann kommt das Real Life irgendwie, weißt du, dann merken sie, ich muss irgendwie doch arbeiten, ne? Oder dann ist der Urlaub vorbei oder irgendwie, wie du schon gesagt hast, irgendwie dann hat man doch lieber mehr Bock auf Retail oder mal irgendwie auf LOL oder Diablo oder keine Ahnung, ne, was dann ist irgendwie. Und das haben wir bei so vielen Leuten gehabt bei uns irgendwie, wo man echt dachte, da hat man fest so die mit eingeplant halt, ne? Und auch extra den Kader von der Gilde quasi, ich sag mal, klein gehalten, damit man eben auch diesen Leuten einen festen Spot anbieten kann halt so, ne? Damit man eben nicht sagen muss vor jedem Raid, würfelt mal und wer am höchsten rollt, darf mitkommen, so eine Art, ne? Aber ich glaube im Nachhinein wirklich, war das einer der Fehler, die wir gemacht haben, dass wir nicht genug Leute eingeladen haben, um so diesen Puffer zu haben, weißt du? Dann, wir haben irgendwie jede Woche, also ab dem ersten Raid eigentlich, haben wir jede Woche immer 1, 2 Leute zu wenig gehabt, die irgendwie nicht da waren. Ne? Ja. Und ich glaube, es gibt 2 Probleme. Es gibt einmal das Problem, das ja auch sehr bekannt ist, generell in Gilden. Und dann gibt es das Problem, dass du zu viele Leute hast. Und dann wirst du aber auch auf kurz oder lang wieder Leute verlieren. Weil Leute, die auf der Bench sitzen, egal warum, ne? Wenn man jetzt sagt, sorry, aber du musst halt diese Woche raus, weil wir sind, keine Ahnung, 35 Leute, dann müssen halt jetzt 10 Leute warten. Dann fragen die sich auch so, warum sitze ich jetzt hier jede zweite Woche? Ich könnte ja in eine andere Gilde gehen, wo ich jede Woche mitraden kann. Und dadurch entsteht das dann halt irgendwie schon auf kurz oder lang. Also jetzt, wir hatten, glaube ich, über 30 Anmeldungen in den ersten Wochen. Jetzt sind wir auch wieder bei 25, 26. Mhm. Ne? Also ich glaube, das Problem wird es immer geben und es wird immer bestehen bleiben. Und deshalb muss man meiner Meinung nach auch immer rekrutieren, aber ich keine Ahnung, was der richtige Weg ist. Ich weiß es. Also, weiß ich nicht. Ne? Das ist so ein bisschen. Ja, immer wird das Problem da sein, einfach. Das ist. Ja. Ja, irgendwie schon, ey. Ja, sehr komisch. Aber jetzt habe ich ja relativ viel über meine Gilde so erzählt, wie es bei uns lief. Wie war es denn bei euch? Also habt ihr. Ich meine, bei euch ist natürlich eine komplett andere. Voraussetzungen, so, ne? Ihr seid ja quasi schon mit einer sehr gefestigten Gilde in Burning Crusade reingekommen.
Wie ist denn aktuell? Also seid ihr, sag ich mal, zufrieden so, wie es momentan läuft? Oder ist es irgendwie auch, dass du sagst, naja, irgendwie irgendwas läuft nicht rund? Also was man erstmal sagen muss, in Classic, ich hole mal ein bisschen aus. Wir haben ja die Gilde gegründet, so am zweiten Tag, glaube ich. Ich habe gesagt, lass uns auf keinen Fall eine Gilde machen. So, das ist viel zu viel Arbeit. Und natürlich, als ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin am zweiten Tag, die Leute, die irgendwie frei hatten, die haben sofort eine Gilde gegründet. Und dann meinte ich so aus Spaß, ja gut, ich mache Raid Lead, aber nur, wenn ich Thunder Fury haben kann. Und da meinten alle so, ja, mir doch egal, mach doch. Und das war erst so ein Joke halt, hat sich dann so durchgezogen. Irgendwann haben wir dann angefangen zu raiden auf 60. Und damals war dann noch Xabat der Gildenleiter, ne? Ja, und ich meinte so, Leute, ich meinte das ernst damals, als ich gesagt habe, ich will Thunder Fury haben, ne? Und alle so, ja, okay, mach doch. Aber du warst so Krieger, ne? Oder? Ja, genau. Ja, das ist ja, okay. Also, das ist so für mich immer ein Dream gewesen, diese Waffe einmal zu haben, ne? Und dann kam Classic um die Ecke und dann habe ich gesagt, okay, lass es machen. So, ne? Ja, und dann war Xabat der Gildenleiter und ich war Raidleiter. Und das hat sich halt immer weiterentwickelt und wir haben halt immer gesagt, um das durchsichtiger zu gestalten, sage ich jetzt mal, auch wegen der Loot-Verteilung und so weiter, haben wir dann, um auch vielleicht mit anderen Gilden besser in Kontakt treten zu können, haben wir dann sozusagen einen unabhängigen Gildenleiter eingesetzt, der jetzt nichts, weil Xabat und ich uns ja auch Real Life kennen und irgendwie die ganzen Officer, wir kannten uns halt alle Real Life, ne? Ja. Weil so ist die Gilde ja damals gegründet worden, aus Freunden irgendwie. Und ja, das haben wir dann gemacht und war im Nachhinein, würde ich sagen, auch eine ganz gute Idee, so, weil man dann nicht sagen kann, okay, ihr macht da ja eh nur euer Ding, ne? Kann man nur sagen, hey, wir haben ja auch einen Gildenleiter und eine unabhängige Meinung, so, das ist, geht schon alles mit rechten Dingen zu, so, ne? Das war so ein bisschen auch die Idee dahinter. Und dann habe ich ja zu Ende Nax gesagt, Leute, das mit der Raid-Leitung wird mir ein bisschen zu viel. Ich weiß, es werden weniger Leute und so, aber ich muss da raus. Ne? Und dann haben wir bei uns in der Gilde noch einen Spieler gehabt, der ein krass gutes Spielverständnis hat und früher sehr, sehr viel PvP gespielt hat, auch irgendwie einige Gladiator-Titel hatte und so. Ui. Und der einfach so ein Spielverständnis hat, wo ich mich mal so frage, Junge, woher weißt du das? Ne? Also es sind so Sachen, die stehen auch nirgendwo. Und dann sagt er einfach, ja, mach einfach so und nimm am besten das und das mit. Und dann haben wir gesagt, ey, willst du nicht Raidleiter machen? Der hat das früher auch schon mal gemacht. Mhm. Und ja, der ist jetzt Raidleiter, auch eine unabhängige Person. Und dann sind wir in TBC reingegangen und haben gesagt, okay, wir wollen aber ein bisschen was ändern. Weil gerade mit dem, wie es am Ende war, Nax und immer neue Leute reingekommen, wir hatten so ein Loot-System, was wir uns damals selbst ausgedacht hatten, wo wir gesagt haben, ey, es muss alles super fair sein. So. Es darf nicht irgendwie passieren, dass jemand sich benachteiligt fühlt, wie bei einem Loot-Council oder so. Und ich habe selber auch gesagt, Loot-Council, ich habe gar keine Ahnung von diesen ganzen Items hier. Das muss nicht sein. Ne? Ah, okay. Mhm. Ja, und dann sind wir aber in TBC rein und haben dann nochmal so ein bisschen angezogen, sage ich mal, oder haben wir mit dem Ziel reingegangen, dass wir ein bisschen anziehen wollen. Und haben auch gesagt, okay, das Loot-System war nicht super. Wir haben quasi immer gewürfelt und wir hatten so einen Discord-Bot, den auch bei uns in der Gilde einer selber geschrieben hatte. Ja. Wo man sich dann immer so ein Item pro Woche eintragen kann. Das zählte für den ganzen Raid. Also für die ganze ID, für in unserem Fall Mittwoch und Freitag, wo man eine 101 drauf würfeln konnte. So. Ah, okay. Das war verdeckt quasi. Und das heißt, wenn man so einen Lucky Shot hatte, dann hat man einfach zum Beispiel seine Waffe aus Nax jetzt als einzige auf 101 gehabt, weil die anderen sich irgendwie ein Trinket oder ein Set-Teil oder so raufgepackt haben. Und genau, und dann hat man die halt einfach bekommen, weil der 101er Roll mehr wert war als der 100er Roll. Ah, okay, das war dann halt alles auch so dokumentiert und so. Das war super fair einfach so, ne? Ja. So, da hat der Random God einfach entschieden, ne? So. Da hat niemand von uns gesagt, okay, der bekommt das Item, so. Ja. Hat natürlich auch Nachteile, besonders in der Hinsicht, dass alteingesessene Leute vielleicht ihren Loot niemals kriegen. So, sagen wir mal, wir haben einen Hunter in der Gilde, der hat alles, bis auf sein wichtigstes Trinket oder so. Und dann kommt da ein neuer Warrior rein, 2 Wochen in der Gilde, packt das auf 101, ne? Und sagt so, tritra tralala, oh, du hast es auch auf 101, ja, aber ich habe höher gerollt, ne? Und hat das dann so. Das hat halt richtig viele frustriert und da haben wir auch viele Spieler mit verloren. Und dann haben wir gesagt, okay,
lass uns das alles so ein bisschen ein Step nach oben machen. Wir wollen nicht mehr, dass Leute auch auf Loot rollen, der gar nicht gut für sie ist. So. Und deshalb haben wir gesagt, lass uns doch mal einen Loot Council probieren. So. Aber wir sind halt irgendwie 8 oder 10 Offis, also relativ viele, würde ich behaupten. Ja. Kommt auch daher, dass wir so eine fette Raid-Größe, also 40 Mann im Raid hatten vorher. Da hat sich das über die Zeit halt hingesagt und gesagt, ey, der muss Offi sein eigentlich, ne? So, den müssen wir dabei haben, zumindest für Entscheidungen und so weiter. Dann würde ich sagen, dass wir da immer eine relativ große Diskussion zwar haben, aber am Ende kommt immer irgendwas bei raus, was von allen Seiten beleuchtet wurde. So. Das finde ich ganz gut daran. Und das ist auch eben auch im Loot Council so. Und was noch wichtiger ist, ist, dass der Raid-Leiter und der Gildenleiter eben unabhängig sind von, sag ich jetzt mal, von diesem, wir kennen uns in Real Life, ne? Mhm. Und das heißt, ich würde behaupten, dass das Loot Council auch extrem fair abläuft. Wir haben halt echt alles vorher festgelegt. Wir haben so Klassenprios festgelegt für jedes Item. Dann nutzen wir auch so ein externes Tool. Und da kann jeder das einsehen. Da kann jeder eine Wishlist reinmachen. Da kann jeder eintragen, welche Items er bekommen hat. Ist natürlich wieder viel, viel Arbeit so. Aber ich finde, um das durchsichtig zu halten und um auch zu sagen, ey, also hier geht es wirklich darum, wer welches Item am besten gebrauchen kann, ne? Und auf welchen Klassen das am besten performt. Ja. Finde ich das wichtig. Und ist natürlich noch ein Schritt mehr Min-Maxing, sage ich jetzt mal. Aber meiner Meinung nach ist es so eben am besten, dass jeder am Ende auch den Loot bekommt. So, weil wenn du die Items von Anfang an gut verteilst, dann geht's auch, also dann clearst du meiner Meinung nach schnell die Raids und hast dann auch relativ viel Loot, den du verteilen kannst. Und so kommt jeder am Ende auch an sein. Ne? Ah, okay. So. Ja, nice. Das war dann so ein bisschen der Plan. Ja. Bis jetzt funktioniert das ganz okay. Und ihr seid quasi... Seid ihr jetzt von eurer 40-Mann-Raid-Kombi auf eine 25er runter oder seid ihr auf zwei 25er im jetzt langfristig gesehen? Also ich bin immer so, als ich noch nicht gesagt hätte, ey, ich mach das nicht mit dem Raid-Lead, habe ich mir da 1000 Sheets geschrieben wieder und wie man das alles machen könnte und so. Und da wollte ich eigentlich zwei 25er haben. Das wäre aber, also die Planung dafür, das war horrend. Wir haben dann gesagt, wir machen einen sozusagen Progress-Rate. Nein, wir wollten jetzt nicht ganz oben mitmischen, aber hatten uns so als Ziel Top 10 Horde gesetzt, was ja auf unserem Server nicht so schwierig ist, sage ich jetzt mal. Und einen so eher Casual-Rate, ne, wo jeder, ja, ach, vielleicht komme ich, vielleicht auch nicht mitmachen kann, so, ne? Und, aber das beißt sich natürlich. Und dann sagen die, oh, das ist unfair und die kriegen das und warum haben wir nicht den und so weiter und warum muss ich im Casual-Rate mit, ich will aber damit und so weiter. Und dann fühlt man, so eine Art Zweiklassengesellschaft entsteht dann einfach, ne? Mhm. Ja, und dann sind wir erstmal mit einem Raid an den Start gegangen, hatten zwar relativ viele Leute, aber auch relativ viele, die gesagt haben, ey, ich spiele nur PvP oder ey, ich bin hier echt nur social-mäßig am Start, ich komme gerne mal mit Kara, wenn es irgendwie geht oder so. Aber wenn ich schätzen soll, waren es so ein 35er Kader eigentlich, die raiden wollten. Wovon es so 10 richtig ernst genommen haben. Also wir haben, glaube ich, so 2 Fünfergruppen gehabt. Vielleicht sogar 3. Was niemand von uns erwartet hat, die echt Week 1 durchgepusht haben. Und auch Week 1 Kara clear gemacht haben, bis auf Nightbane und Nethercoil, glaube ich. Ja, nice. Also das war so, wir hatten auf einmal noch eine zweite Kara-Gruppe, die reingegangen ist und irgendwie mit 1, 2 Randoms noch drin und also damit hat niemand gerechnet, es sind auf jeden Fall ein paar Leute richtig eskaliert. Das war bei uns ähnlich. Ja, das hat einfach richtig Spaß gemacht, fand ich. Also auch überraschend zu sehen, wie viele Leute dann so pushen, das war schon irgendwie geil. Ah, okay. Ja. Und jetzt aber jetzt seid ihr so auf einen 25er Raid eingeschweißt wahrscheinlich so, ne? Also ja, genau. Wir haben schon so den einen oder anderen DD, der mal benchen muss. Vielleicht mal ein Heiler zu wenig oder so. Das passiert schon. Aber viele Leute spielen auch Twinks. Finde ich in TBC übrigens so eine kleine Side-Note ziemlich geil, dass man, also ich finde TBC ist ein super Twink-Addon. Weil man einfach so seinen Main fertig haben kann, sozusagen. Mhm. Und dann, so einfach einen zweiten Char spielen kann. Und kann man auch mal wieder stehen lassen und das tut niemandem weh, so, ne? Und ja, viele fangen Twinks an und deshalb haben wir noch einen zweiten 25er gemacht, auch für eher so Social Player und Twinks. Ja. Und vielleicht ein paar Randoms, die man dann nochmal in die Gilde rekrutieren kann, weil wie gesagt, uns fehlen vielleicht nochmal so 1, 2 Heiler in der Main Raid oder so. Und also geht es dann doch irgendwie noch so ein bisschen in die Richtung. Hätte ich gar nicht erwartet, dass so viele Socials oder so viele Twinks am Start sind, dass man daraus wirklich noch irgendwie einen Raid machen kann. Aber das geht jetzt nächste Woche an den Start. Mal schauen, wie das läuft. Ja, da bin ich auch schon tatsächlich mit geradet in so einem Social Raid. Also gibt viele, gibt so 2 Kategorien von Gilden. Einmal die, die gerade sterben,
Einmal die, die dann die anderen Leute aufnehmen von den gestorbenen Gilden und dann einen Social Raid noch haben. Mhm. Genau, also seid da schon aber zufrieden mit dem, wie, was ihr jetzt habt, ja, kann man sagen. Also ich bin zu 100% zufrieden, sagen wir mal 99,99%. Ja. Weil es gibt so das kleine Ding, was immer in mir sagt, so, ah, die Leute quitten, der quittet und der hat so viel Gear mitgenommen. So. Mm, aber ja. Irgendwie noch ein Parler-Tank, den wir am Anfang echt gut ausgestattet haben, weil wir gesagt haben, ey, Parlers Horde, ne, das war ja für uns quasi die neue Klasse. Ah, ja, okay. Und gesagt hat, okay, die kommen hier ohne Gear rein, die sind grün und blau, den pumpen wir erstmal alles rein. Ja, und wenn die dann quitten, ist halt ärgerlich. Ja, das ist aber ja auch immer, eher solche ja. Spieler, die erst zu TBC neu sind. Ne? Mm. Das ist ja, glaube ich, auch immer das Ding, warum, glaube ich, ist immer sehr, also ein sehr großer Vorteil ist, wenn man den Main-Tank oder generell wichtige Tanks Leute sind, die auch die Gilde im Idealfall mitgegründet haben oder mitleaden oder so, ne? Glaube ich, oder? Auf jeden Fall, ja. Das sehe ich auch so, weil die haben da natürlich auch so ein bisschen Herzblut drin ja. und sagen nicht einfach von einem Tag auf den anderen, okay, spielst Final Fantasy. Ja, vor allem, du machst dich nicht so abhängig halt, ne? Wenn du jetzt, ja. wenn du jetzt drei Main-Tanks in der Gildenleitung hast irgendwie, wenn die immer da bleiben, dann sind die wichtigsten Leute vom Raid immer da, so, ne? Und, ja. und das war halt bei uns das Ding, bei uns sind halt drei Main-Tanks abgehauen. Oh. Und dann war das halt echt mehr oder weniger RIP, ne? Direkt. Ja, ich finde immer, wenn du dich dazu committest und sagst, du bist Main-Tank, es hat irgendwas Cooles, ne? Muss man einfach so wirklich so sagen. Es hat was Cooles, das von sich zu behaupten zu können, würde ich sagen. Ja. Aber, ey, dann gehst du auch eine Verpflichtung ein, meiner Meinung nach. Und zwar immer da zu sein. Und wenn du mal nicht kannst, dann sprich bitte mit den Leuten und sag, ey, ich bin da 2 Wochen im Urlaub, lass uns mal gucken, wie wir das regeln können. So. Ja. Ich spreche mal mit dem und dem, der hat das zwar noch nicht gemaintankt, aber vielleicht kann er das mal die Woche davor machen oder so. Also alles so ein bisschen, also ist schon meiner Meinung nach eine hohe Verpflichtung, die man eingeht. Gerade auch, wenn die Gilde sagt, ey, du kriegst das Gear als erstes. So, ne? Ja, ja, stimmt schon. Und sehr viel Privilegien so, dass man halt Gear schnell bekommt, aber eben auch eine sehr hohe Verantwortung und ja, das stimmt. Hm. Ja. Ja, und setzt dich damit auseinander, was für ein Gear du brauchst vor allen Dingen. Ne? Weil sonst hast du nachher alles rumliegen, was man hätte eigentlich anderen Leuten geben können. Ja. So setz dich damit auseinander, was du brauchst und guck dann auch, dass du, ja, wie gesagt, immer da bist und dein Gear vernünftig geregelt hast. Dass du, weil du kriegst ja dann nichts mehr, ne? Muss man auch nochmal sagen. Du kriegst zwar die ersten paar Wochen was so, und dann brauchst du vielleicht mal irgendwann noch so ein Item, aber danach gehst du halt wirklich zum Raid, um zu raiden, ne? Und nicht um ja. irgendwie noch Items oder so, sonst was herauszuholen, ne? Ja. Was ja für viele noch ein Ansporn ist, sag ich mal so. Ja, stimmt schon. Das ist dann bei denen eigentlich anders, ne? Ja. Genau, wie ist denn so, vielleicht gehen wir mal ein bisschen auch auf den PvE-Content ein. Ja. Karazhan, Gruul, Mactaridon. Das ist ja so der Content von Phase 1 gewesen, sag ich mal. Gab es irgendwelche Überraschungen oder ist alles so gekommen, wie ihr euch das vorgestellt habt? Ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich quasi Raid Lead gedroppt habe, habe ich mich nicht zu 100% so darauf vorbereitet, sondern mehr so auf das Tanking vorbereitet. Na, ich habe mir jetzt nicht für den gesamten Raid vorbereitet. Sondern eher so geguckt, ja, was brauche ich eigentlich, ne? Was muss ich bei den Bossen machen und was ist da optimal an Gear und so weiter. Und ja, ich finde es, wenn man Week 1 reingeht, finde ich den Content genau richtig schwer. Mhm. Ne? Also fand ich gut. Gruul hat richtig auf die Fresse gehauen, muss man einfach mal so sagen. Ne? Also ich weiß nicht, den ersten Kill, den wir hatten, war auch mit einem Typ am Leben, glaube ich. Und irgendwie, also ja. in der letzten Sekunde noch ein Highlight mit Damage gemacht, so, weißt du? So wie man sich so ein First Kill halt irgendwie ja, vorstellt. Ja, geil. Ne? Und Mactaridon, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich sage immer, 3-4 Wochen haben wir den nicht gekillt. Aber ich glaube, es waren eher so 1-2 Wochen. Und das lag auch ein bisschen mit am Setup vielleicht. Aber ich finde so die Schwierigkeit der Bosse finde ich in Ordnung. Es ist immer noch für, sag mal, den normalen Spieler, und da würde ich mich auch mit zuzählen, ich würde jetzt nicht irgendwie als irgendein Progress-Spieler oder sonst irgendwas zählen, finde ich das super, die Schwierigkeit. Ja. Ein bisschen mehr als in Classic, ne? Ein paar Mechaniken, verschiedene Phasen, erste Phase, zweite Phase. So.
und haut auch rein wie Sau, ne? Und also gerade vom Tank-Aspekt her finde ich es mega. Als DD weiß ich immer nicht, ich sage immer, Damage finde ich ein bisschen langweilig, aber so der normale DD, sage ich mal, der findet es natürlich ganz geil, wenn der ordentlich durchhauen kann. Und ich glaube, es ist guter Content, würde ich es bewerten. Guter Content, so ja. Gut getuned, so sagen wir mal so. Ist jetzt auch eine spannende Frage, wie jetzt Phase 2 wird, ne? Mit Serpent Shrine, Tempest Keep und so weiter. Das wird schon wahrscheinlich. Ist schon ein anderes Kaliber, ne? Vom Raid. Jetzt nicht, vielleicht nicht, dass es jetzt mega schwer wird, aber auch einfach so von der Erwartungshaltung, ne? Dass man so. Es droppt richtig, also deutlich krasserer Loot, so. Es ist so ein bisschen schon. Sind ja richtig, sag mal, wirklich die ersten wirklichen 25er Raid-Inis. Also Gruul und Magteridon ist ja immer nur ein Fight. Ne, jetzt mit, ne? Oder würde ich schon, ne? Seht ihr das auch so? Auf oder? Jeden Fall. Also das sagen auch viele so, boah, ich freue mich auf Phase 2, dann haben wir endlich wieder zwei Raid-Tage, so auch, ne? Weil ein wahrscheinlich TK, ein SSC. Und weil jetzt gerade, wir haben zwar am Anfang immer Gruul am Mittwoch, Magteridon am Freitag gemacht, so weil wir auch Tries machen mussten bei Magteridon. Und momentan machen wir das aber alles am Mittwoch und haben dann so die Kara-Raids über die Woche verteilt zu verschiedenen Uhrzeiten, ne? Weil wir haben halt auch echt viele Leute, die spät raiden wollen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, der so wieder so ein bisschen mehr diesen normalen WoW-Alltag reinbringt. So, man hat wieder seine zwei längeren Raids pro Woche, ne? Und vom Content her, glaube ich, wird das ganz geil, weil da wird man das erste Mal richtig so Pre-Nerf-Sachen sehen, glaube ich. Sowas wie Arcanresi zum Beispiel, glaube ich, ist im Gespräch. Arcanresi bei Solarian heißt der Boss, glaube ich, hier, im Auge. Also ich glaube, das ist so ein Pre-Nerf-Ding, was sie da reingemacht haben. Da wird man Arcanresi brauchen. Und war später ohne legbar. So erinnere ich das auch noch, dass ich die irgendwie damals ohne Arcanresi gelegt habe. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da irgendwas gefarmt hatte, oder? Ah, okay. Das wird ganz spannend. Okay. Ja. Ich glaube, für viele PvE-Spieler beginnt so das eigentliche PvE dann eigentlich erst mit Phase 2. Das ist auch einer der Gründe, glaube ich, warum gerade viele so ein bisschen auch dem Spiel fernbleiben, ne? Weil sie einfach full sind irgendwie und wie du schon gesagt hast, irgendwie so Gruul, Magteridon und Kara macht man so locker flockig an einem Abend schnell und dann bist du auch wieder durch, ne? Ja, wobei Gruul halt echt so ein Must-Kill-Ding ist, meiner Meinung nach, weil er halt echt irgendwie das beste Trinket, glaube ich, für Melees und Hunter hat. Ja, stimmt. Ja. Also eigentlich müsste man da als guter Gilden-Member, sage ich mal, mindestens weiterhin mithelfen, dass die Jungs auch ihre Trinkets bekommen. Ja. So, das wäre für mich zumindest so. Zumindest, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand sagt, Leute, ich habe gar keinen Bock, hier irgendwelche Rigs zu machen oder sonst irgendwas, ich Raidlock jetzt. Ja, mach doch. So. Alles gut, aber sei da. So, ne? Und dann, wenn es Phase 2 wieder anfängt, dann kümmere dich halt wieder drum, dass du dein Zeug im Start hast. So. Ja. Je nachdem, wenn du Resi brauchst, dann kümmere dich da rechtzeitig drum. Ist ja kein Problem. Ist ja nicht jeder ein Twink-Spieler. Ne? Ja, ja, stimmt schon. Ach so, ja. Vielleicht noch Heroics ansprechen kurz, weil die finde ich eigentlich ganz geil. Muss sagen, da gibt es so echt einige, wo ich sage, okay, die sind härter als irgendwie Kara. Weil, ich nehme mal als Beispiel so Blutkessel, HC. Ja. Das ist einfach der zweite Boss da. Der nimmt dich einfach so auseinander, egal was für ein Gear du hast. Ne? Ich bin da jetzt mit meinem Krieger drin gewesen, mit also fast Full Biss Gear so. Und also ohne CCs will man den eigentlich nicht wirklich spielen. Ja. Also, das finde ich schon heftig. Ist halt die Frage, wie sich das weiter scaled mit dem Gear, ob es mit T5 immer noch so ist. Aber das finde ich schon ganz gut. Ja, dass man da auch echt wieder so ein paar Klassen braucht manchmal. Ey, ich brauche einen Mage, weil ich will Frostnova haben. Oder ich brauche einen Mage, weil ich brauche den Sheep. Ich brauche den Rogue. Das ist schon, da kann man schon viel machen. Auch mit Low Gear, jetzt gerade mit dem Druiden habe ich auch schon ein paar HCs getankt. Und mit einem Schurken und einem Mage und einem Hunter in der Gruppe zum Beispiel war das gar kein Problem. Weil so viel CC dabei war, haben wir dann schön einen Mob nach dem anderen gemacht. Ja, immer das, ne? Schön Seppen, eine Falle, ne? Ja, ein Schild. Ja. Also das ist schon, da kann man schon sehr, sehr viel machen und das ist meiner Meinung nach deshalb auch geiler Content. Für PvE jetzt. Ja, das stimmt. Die Heroes sind auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Punkt, die mir auch sehr viel Bock gemacht haben.
und die ja dann auch in Zukunft wieder oder eigentlich immer relevant bleiben, ein Stück weit, weil man ja eben auch die Hero-Marken dann immer auch noch für andere Sachen brauchen wird in Zukunft, ne? Genau, ja. Ja. Ja, das waren jetzt so die Hauptthemen eigentlich, die ich heute ansprechen wollte. Fällt dir jetzt gerade aktuell noch ein Punkt ein, den man jetzt in Bezug auf Gilden noch sagen könnte? Also das heißt, würde ich das so allgemein nicht unbedingt sagen, also ich weiß noch nicht mal, ob ich das selber sage, aber würdest du sagen, dass Gilden gerade irgendwie fett absterben, oder würdest du sagen, es ist, ich glaube, bei dir habe ich so ein bisschen rausgehört, du sagst, es ist immer ein Kampf, eine Gilde irgendwie, ne, ein Stück weit, ne, es ist immer irgendwie, ja, immer so ein Kampf, das heißt, du würdest es wahrscheinlich auch gar nicht sagen, irgendwie, dass irgendwie gerade die Gilden sterben, sondern es ist einfach immer so, ne, ein Stück weit. Ich habe auch überlegt über dieses Surfer-Sterben so, ne? Ja, genau, oder, das meinte ich auch, ja. Weil ich merke es nicht und ich habe nicht das Gefühl, man kennt ja immer so ein bisschen auch so die Gilden auf dem Server, so die man, ich sehe noch nicht wieder so, ich würde sagen, bei uns ist es momentan so, dass wir mehr Gilden haben als zu Classic-Ende. Ja. Ob das jetzt dann viele sind, weiß ich nicht, aber man sieht auf jeden Fall, zu Classic-Ende hat man so 10 Gilden gesehen immer. Ne? Und entweder war da jemand in diesen 10 Gilden oder so, hä, habe ich noch nie gehört. So, ne? Und momentan ist es echt so, dass es irgendwie doch ein paar mehr Gilden gibt und die auch raiden und der Chat ist relativ aktiv und es kristallisieren sich schon der ein oder andere Pack langsam raus. Und also da habe ich überhaupt nicht, aber es liegt vielleicht auch am Server, überhaupt nicht das Gefühl, dass es da irgendwie Rückläufe gibt. Ah, okay, interessant. Und du siehst auch nicht so eine Verschiebung zwischen Horde und Ali momentan bei euch noch nicht, ne? Gar nicht, wobei ich nur dieses Ding mit, ja, okay, die Horde ist dann im World PvP stärker, weil zum Beispiel auch diese ganzen Bonus-Objectives, ja, die es da gibt, die hat immer, ja, die Horde, immer. Ja, ja, das ist bei uns, ne, auch so, klar. So. Aber sonst würde ich jetzt nicht sagen, ich sehe hier keine Alis, so, ne? Die sind schon da und... Ja. Kann ich aber nicht einschätzen, als Ali wäre das vielleicht andersrum, ne? Da würde man sagen, ey, hier ist niemand mehr auf dem Server, so von uns Alis, so, wir haben keine World Objectives, keine Ahnung. Am Portstein werden wir immer nur gegankt und sowas, ne? Ja, ich sag mal so, genau. Ich bin eigentlich auch immer, bin ich immer so ein, eigentlich ein Feind davon zu sagen, nicht jetzt so fett, also weißt du, immer so den Teufel an die Wand zu machen und sagen, so, ja, der Server stirbt und irgendwie die Horde gankt uns. Ich finde irgendwie, das gehört auf dem PvP-Server auf jeden Fall dazu, ne? Ich meine, ich bin ja auch Ali gegangen. Ich spiele ja schon ein bisschen länger WoW. Ich wusste ja, wie es wird, so, weißt du. Ich wusste ja, dass es mehr Horde geben wird, dass man überall an den relevanten Worldbossen hatte keine Chance. Das wusste ich ja. Und ich fand das ja auch cool eigentlich, weil ich es immer mag, so ein bisschen in der Underdog-Rolle zu sein und auch einfach dann auf mehr Gegner im World PvP zu treffen, weißt du. Also deswegen ist es für mich jetzt gar nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, wir sind die schwächere Fraktion, was für ein Scheiß, sondern ich finde es eigentlich ganz gut generell. Nur was ich halt zum Beispiel auf Patchwork gerade so merke, was mir jetzt schon viele Leute geschrieben haben, dass sie einfach keine Gruppen mehr voll bekommen, so wirklich. Außerhalb ihrer Gilde irgendwie, auf Ali-Seite quasi. Also dass sie quasi suchen nach einem Tank oder einem Healer für eine Hero oder so. Und dass das anscheinend auf Patchwork so ein bisschen schwieriger wird. Also es geht quasi den Leuten jetzt nicht primär darum, dass sie jetzt nicht so irgendwo die Portsteine oder so beherrschen, sondern dass sie ihre Heroes halt gehen können. Das habe ich jetzt tatsächlich schon von einigen Leuten gehört. Das könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auf einigen mittelbevölkerten Servern vielleicht ein bisschen problematisch ist momentan. Das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade Tanks und Heiler sind ja immer Mangelware, sag ich jetzt mal. An dieser Stelle nochmal ein kleines Shoutout an alle Leute, die schon mal überlegt haben, Tank zu spielen. Macht es einfach. Macht es einfach. Und wenn ihr Bock habt, keine Ahnung, nur Dungeons zu spielen, dann nehmt halt einfach einen Parler, weil das ist wirklich geil und es macht Spaß. Und also ihr habt halt diese beschriebenen Probleme einfach nicht, sag ich jetzt mal, ne? Und kommt als Tank online und denkt sich so, ach, was mache ich jetzt? Ah ja, Blutkessel HC. Schreibt in Chat, LFM Blutkessel HC. DDs hast du sowieso instant, dann wartest du vielleicht noch kurz 5 Minuten auf den Heiler und dann kannst du auch schon los. Dann ist ja, stimmt schon, ne? Oder man guckt halt einfach in Chat, wenn man keinen Bock hat, selber eine Gruppe zu machen, schreibt man einfach Tank LFG und dann kriegst du 5 Whispers für, ne? Ja. So, also mehr Tanks braucht Azeroth. So. Ja, vor allem, man kann es ja auch ganz clever machen. Angenommen, man will irgendwie Retri spielen irgendwie oder Heal Paladin oder Eule oder irgendwie Heal Druide oder so. Oder Feral. Dann kann man ja auch tanken einfach
und sagen, yo, wäre aber ab und zu auch mal ganz geil, wenn ich vielleicht mal auf das Item rollen dürfte, auf das, wenn man es vorher abklärt, so. Ja. Das ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Heißt ja dann auch nicht immer unbedingt, wenn man Tank spielt, dass man dann immer auch den Spec in jeder Situation spielen muss, sag ich mal. Nee, das stimmt. Wir haben zum Beispiel auch so einen Warrior bei uns in der Gilde, dem macht es eigentlich Spaß zu tanken. Gut, ist jetzt auch nicht jeder hat so viel Gold, das gilt halt irgendwie einmal in der Woche um oder zweimal. Ja. Und ja, der sagt halt, ja, ist mir egal, aber es macht halt Bock, ab und zu mal zu tanken. Ich tanke auch gerne meinen Kara. Wenn ihr wollt, dass ich bei Macteridon einen Ad tanke, dann mache ich das auch. Ja. So, aber eigentlich bin ich lieber DD. Ja, ah, okay. Ja. Und nochmal zum Thema Gilde vielleicht und immer ein Kampf. Das ist, ich glaube, das hat individuell auch viel mit den Leuten zu tun, die die Gilde leiten. Und dass man halt immer so diese Absprünge hat. So, es gehen Leute, Sommerloch, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber das ist ja auch ein großer Part. Ja. Dann eben das, was ich gesagt hatte mit Hype im TBC und dem Ganzen einfach ein bisschen Zeit geben. Das ist ja generell in WoW alles sehr schnelllebig geworden, auch durch Retail. Ja, das ist, das stimmt, das ist schon ein Punkt. Auf jeden Fall. Und diese alten Spiele, die hatten, damals hatte man halt irgendwie die Zeit auch, ist ganz klar, aber sich selber ein bisschen mehr Zeit geben damit und auch Leute motivieren einfach, auch die Gildenleiter um einen rum vielleicht, also die mit einem, die Office, die mitmachen, zu sagen, Jungs, lass uns doch mal irgendwie ein Ziel setzen und darauf hinarbeiten. Auch wenn wir jetzt in Phase 1 nicht Top 10 auf dem Server sind, aber selbst wenn wir das mal werden wollen, lass uns das doch in Phase 2 oder in Phase 3 werden. Ne? Ja, verstehe. Und ja, darauf hinarbeiten. Und ja, ich glaube, manchmal fehlt die Geduld einfach, ne? Auf jeden Fall, das ist es. Ich war auch kurz davor zu sagen, ja, komm, lass uns das mit der Gilde einfach aufhören. Wir können zu der und der Gilde gehen, ich habe da schon mit denen gesprochen. Und da meinten aber auch viele so von den Offis, chill jetzt mal. Ne? Und das ist doch eigentlich voll geil, was wir hier aufgebaut haben. Warum wollen wir das jetzt kaputt machen? Ne? Da habe ich gesagt, ja, ich habe nicht mehr die Zeit dafür. Und gesagt, ja, aber wir sind ja auch noch da. So, ne? So, und dann haben wir das halt alles neu strukturiert und ja, irgendwie muss man da immer so ein bisschen sich selber nochmal runterholen und sagen, spann dich jetzt mal, denk nochmal drüber nach, schlaf nochmal eine Nacht drüber und dann. Ja. Ja, und dann müssen dann auch alle so ein bisschen an einem Strang ziehen, würde ich mal sagen, dass man dann auch das, also müssen halt alle dann auch so fühlen, ne, und dann auch sagen, jo, lass uns jetzt machen. Ja. Ja, oder man kann auch sagen, ey, ich bin nicht dafür, dass wir es so und so machen, aber wenn ihr sagt, wenn die Mehrheit von uns jetzt sagt, okay, wir machen das so und so, dann ziehe ich natürlich mit. So, da arbeite ich nicht gegen. Ja. So. Das ist halt irgendwie ganz wichtig. Ja. Aber auch so ein Officer-Team muss sich natürlich bilden, finden, genauso wie so ein ganzer, so eine ganze Gilde oder so ein ganzer Raid, ne? Ja, ja, stimmt. Ja, genau. Ich würde sagen, haben wir eigentlich alle Themen so grob besprochen, oder? Die wir besprechen wollten. Hält dir noch einen Punkt ein gerade? Ich schaue nochmal, was ich mir da aufgeschrieben habe, aber ich denke. Ja, das sieht gut aus. Ja, dann auf jeden Fall schon mal vielen Dank an Trank an der Stelle. Ja, nochmal danke, dass ich hier am Start sein durfte. Das hat sehr Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, war cool, wirklich. Kann man auch gerne mal öfter machen. Wir haben ja, wie gesagt, auch gerade das ein oder andere Thema in der WoW-Welt. Auf jeden Fall. Hier, Jubiläumsfolge im Azeroth Talk steht auch noch an. Wenn du Bock hast, können wir da auch gerne was machen. Ja, genau, ja, haben wir auch noch, also gar nicht so wirklich erwähnt, genau, Trank hat auch einen eigenen Podcast, den werde ich auch in der Videobeschreibung erwähnen und auch seinen Twitch und seinen YouTube auch. Vielen, vielen Dank. Genau. Und ja, ich würde sagen, so Fazit ist einfach, klar, es gibt Probleme irgendwie in WoW, gab es aber irgendwie auch schon immer. Ja. Und genau, ich glaube, es wird für die PvE-Spieler schon eine sehr interessante Phase 2 werden und ich glaube, Burning Crusade hatte auch einfach am Ende des Tages nicht so den perfekten Release-Zeitpunkt mitten im Sommer, das muss man einfach so sagen. Definitiv, ich glaube, das spielt da, glaube ich, mit rein, ja. Ja, viele Leute werden einfach im Winter auch wiederkommen und auch, glaube ich, freuen, es gibt einfach viel mehr Leute, die sich auf, ne, Tempest Key, Black Temple und so weiter, da freuen sich halt eigentlich alle drauf. So, ne? Und gerade ist so ein bisschen, wahrscheinlich muss man einfach gerade geduldig sein und so ein bisschen auch chillen einfach. Das ist wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. The way to go. Alles klar, dann würde ich sagen, ja, vielen Dank
fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Fragen an Trank, auch gerne in die Kommentare. Und in dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.